Wäre die Weltrangliste eine Autobahn oder wäre die deutsche Rangliste eine Autobahn, dann würde Vincent Keimer im Rückspiegel zwei Wagen sehen, die immer größer werden und auf denen prangt das Konterfei dieser beiden Herren, die wir hier sehen. Alexander Donchenko und Matthias Blühbaum nähern sich beide den 2,680, sind beide so um ihr absolutes Elo hoch unterwegs und schicken sich an, das noch zu steigern und rücken eben Vincent auf die Pelle, der ja so ein bisschen auf seinem 2,690-Plateau festklebt seit einem halben Jahr. Und jetzt trafen sie aufeinander. Alexander Donchenko und Matthias Blühbaum, die Spitzenpartie des A-Opens der sechsten Runde. Alexander Donchenko führte mit 4,5 aus 5, Matthias Blühbaum mit 4 aus 5 dahinter. Und ja, es ging nicht nur um die Führungsrolle in diesem Turnier und da das potenzielle Preisgeld. Es geht eben auch um diesen, ja, Alexander tut das immer so ein bisschen ab als so kleines Spiel nebenbei, so in der Richtung äußert sich Matthias Blühbaum auch. Es ging eben auch darum, wer die deutsche Nummer 2 ist und wer noch näher an Vincent ranrückt. Es sind ja nur noch gut 10 Punkte, also quasi ein gutes Turnier. Und dann könnte Vincent überholt werden, was natürlich eine spannende Entwicklung wäre. Ich gehe davon aus, dass mittelfristig Vincent davonziehen wird. Aber kurzfristig will ich nicht ausschließen, dass wir eine neue deutsche Nummer 1 bekommen. Und der Sieger dieser Partie hätte die besten Chancen, das zu schaffen im Lauf der nächsten Turniere. Ja, ich will nicht lange reden. Steigen wir ein. Die aus deutscher Sicht absolut zentrale Partie des gestrigen Tages, eine, auf die ich mich sehr gefreut habe und die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Alexander Donchenko gegen Matthias Blühbaum und die Frage, wer ist denn hier die deutsche Nummer 2 und wer wird jetzt noch größer in Vincents Rückspiegel? Alexander begann die Partie mit erstens D4, D5, C4, E6, Springer F3, Springer F6, Springer C3. Er nimmt also Abstand von katalanischen und auch von englischen Gefilden, in denen er sich häufig bewegt und ist hier bereit, ein Damengambit zu spielen. Und an dieser Stelle spielt Matthias Blühbaum meistens Läufer B4. Den sogenannten Ragusin, den wir auf diesem Kanal auch schon oft gesehen haben, auch schon oft mit Alexander Donchenko auf der weißen Seite, auch mit Vincent Keimer schon häufig auf der weißen Seite. Matthias Blühbaum spielt den gerne mit Schwarz. Und ihr seht hier schon das Zitat, Matthias Haupteröffnung, der Ragusin, da hatte ich etwas vorbereitet. Das ist Zitat Alexander Donchenko, der nach der Partie kurz im Interview war beim Dortmund-Kanal und das eine oder andere gesagt hat. Das Video habe ich mir angeguckt und ein wenig mitgeschrieben. Wir haben also auch hier ein paar Kommentare von Alexander Donchenko. Und dies ist der erste, nämlich dahingehend, dass er natürlich auf den Ragusin vorbereitet war und sich da was überlegt hatte. Sollte Matthias zu seiner Haupteröffnung greifen? Matthias griff allerdings sozusagen zu seiner Zweitwaffe, dem verbesserten Tarasch, C5. Den kennen wir auf diesem Kanal auch. Wir haben zum Beispiel die wunderbare Partie zwischen Dinara Wagner und Josefine Heinemann aus der Europameisterschaft dieses Jahr gesehen, wo sich das da in Hauptvarianten, Gefilden weiter abspielte. So dieses ist sozusagen die Ausgangsstellung des Ragusin. Und die hatten auch Dinara und Josefine auf dem Brett zu einem Zeitpunkt, als noch gar nicht so klar war, dass Dinara zu ihrem großen Höheflug ansetzt, als Josefine noch vor ihrem kleinen Elo-Loch stand und durchaus Ambitionen hatte, mit Dinara um die Nummer 2 in Deutschland zu streiten. Das hat sich für den Moment ein bisschen erledigt, aber ich will nicht ausschließen, dass sich das auch wieder zurückerledigt. Denn Josefine, die ist jetzt unter 2-3 gefallen und da gehört die überhaupt nicht hin, sondern diese 2-3-43, die wir hier sehen, das ist eher das, wohin sich Josefine orientieren sollte und von wo aus sie dann auch noch zu mehr Anlauf nehmen kann. Das war jedenfalls eine tolle Partie. Josefine gegen Dinara gegen Josefine, zumindest aus Dinaras Sicht. Für Josefine war die nicht so glücklich, aber die endete, oder da war ein tolles Springeropfer drin von Dinara und ein großartiger Sieg, mit dem sie da so die Verhältnisse auch im deutschen Schach beim Kampf um die Nummer 2 geklärt hat. Okay, beim Kampf der Herren um die Nummer 2 spielte Matthias Blühbaum C schlecht D4. Das ist ein Zug, der ganz, ganz häufig auf dem Spitzenlevel zu sehen ist. Und zwar in dieser Folge. Das geht dann ganz schnell in den Endspiel. Dame D4, ED und dann der Zug E4. Und nach DE, Dame D8, König D8, Springer G5, Läufer E6. Sieht das gar nicht so verlockend für Schwarz aus, aber tatsächlich
hat sich die schwarze Stellung als überaus stabil erwiesen und zum Beispiel Wesley So macht damit von der schwarzen Seite aus ein Remis nach dem anderen und ist nicht zu knacken. Und auch Matthias Blühbaum, wie wir hier sehen, hat in der polnischen ersten Liga gegen den ukrainischen Spitzenkreis Großmeister Juri Kosobov damit mal ein Remis gemacht. Diese Stellung, wer so ein bisschen Schach guckt, der sieht diese Stellung, Spitzenschach, der sieht diese Stellung sehr, sehr häufig. Alexander wollte dieses Endspiel nicht spielen, sondern wollte so einen Nebenweg beschreiten und hatte die leise Hoffnung, dass darauf vielleicht Matthias Blühbaum nicht so super vorbereitet war. Denn es gibt hier zum direkten Rausnehmen auf D4 die Alternative, Dame A4 zu spielen. Das stellt erstmal den Läufer nach D7 und dann nimmt Weiß auf D4. Und Alexander hat auch nach der Partie gesagt, ich hatte darauf spekuliert, dass er diese Variante nicht am Morgen wiederholt hat. Sonst würde es wahrscheinlich schnell Remis werden, weil so ist das halt in allen Hauptvarianten, in vielen Hauptvarianten. Es ist unheimlich schwer für Weiß, irgendwie was Nachhaltiges zu holen. Und ein großer Teil des Spitzenschachs besteht einfach darin, dass man versucht, sich in Eröffnungen oder Systeme oder Eröffnungskomplexe zu begeben, die der Gegner vielleicht gerade nicht so auf dem Schirm hat und wo man einen Vorbereitungsvorsprung hat. Und darauf hatte Alexander hier spekuliert. Der Unterschied zwischen dem, was wir gesehen haben, ist, dass Weiß hier durchaus diesen Bauern nehmen kann. Springer schlägt D5 und dann hat Weiß einen mehr. Aber Schwarz sollte dafür ausreichende Kompensation bekommen. Alexander knipst auf D5 raus, Matthias spielt Dame A5 Schach, das ist auch der theoretische Zug. Und jetzt fällt mir gerade auf, ich habe ja gar keine Engine an. Ihr braucht doch euren Engine-Balken, Leute. Wartet mal, das holen wir schnell nach. So, und da ist er schon. Dame A5. Jetzt haben wir auch unseren großen Maschinenmeister am Start. Dame A5 Schach und der sagt auch, dass die Stellung hier etwa ausgeglichen ist, trotz des Minusbauern für Schwarz, weil Schwarz hat Kompensation. Worin die besteht, sehen wir gleich. Dame A5 Schach. Es ist nicht nur mit Schach, sondern auch mit Angriff auf den Springer. Das heißt, Weiß ist gezwungen, hier Springer C3 zu spielen. Schwarz muss jetzt ein bisschen aufpassen. Es droht Dame E5 Schach und dann würde Weiß die Damen tauschen und dann mit Damentausch ist nicht mehr so viel los. Dann hat Weiß tatsächlich einfach nur einen Bauern mehr. Aber Schwarz spielt hier ja Springer C6 mit Angriff auf die Dame und auch mit Tempogewinn. Na, ihr seht schon den zweiten Tempogewinn quasi, weil der Springer C3 ging nach D5, um den Bauern zu holen, ging dann wieder zurück. Jetzt muss die Dame ziehen, während Schwarz eine Figur entwickeln kann. Und so sieht man halt auch schon die schwarze Kompensation. Ne? Weiß hat ein Entwicklungsproblem, es stehen noch beide Läufer im Stall, bis der König rochiert, wird noch einige Zeit vergehen und Schwarz ist sehr aktiv und hat deutlich mehr Truppen im Spiel und ne, das gegen den Minusbauern ergibt ungefähr Ausgleich oder Kompensation in der Fachsprache. Schwarz ist hier okay. Weiß muss jetzt erstmal den Einschlag auf C3 verhindern, muss dafür auch sein Läuferpaar sozusagen geben. Schwarz nimmt den Läufer gerne mit und spielt dann Läufer B4 und stürzt sich weiter auf diesen C3-Springer. Jetzt droht Läufer C3, BC, Dame schlägt C3 und Schwarz hat den Bauern zurück. Insofern muss man den mal decken. Turm C1. Soweit ist das eine sehr, sehr theoretische Stellung und die hat auch einen Weltklasse-Vorgänger. Hier ein klein bisschen scrolle. Nämlich die Partie zwischen Pragnananda und Wesley So in Wajk 2023. Und Wajk 2023 in Verbindung mit Alexander Donchenko, da klingelt es natürlich, da hat Alexander Donchenko ja in großem Stil das Challengers gewonnen und sich für das Superturnier im nächsten Jahr qualifiziert, im Januar 2024. Und während er halt im Challenger spielte, war er auch live dabei, wie diese Partie Prag gegen So lief. Und So spielte hier den besten Zug, Läufer schlecht C3. Turm C3 und holte sich auf A2 diesen Bauern zurück. Weiß kriegt dann zwar ein bisschen Drohung und kann dann seinerseits ein bisschen Spiel aufziehen, aber das reicht eben nicht zu viel mehr als einem Ausgleich. Wenn Schwarz jetzt die Fragen, die aufkommen, beantworten kann, Springer C4, Läufer E6, E4 und es liegen jetzt hier so gewisse Damenfänge schon in der Luft. Ne? Hier so gucken, Turm A3 ist etwas. Warum macht mir die Maschine keinen Pfeil? Da kommt der Pfeil. Turm A3 ist etwas, was in der Luft liegt und die
Dame bekommt Atemnot und findet keine Felder mehr. Insofern muss Schwarz hier einige Fragen beantworten. Auch Springer D6 liegt in der Luft, könnte man hier auch schon spielen. Ist aber gar nicht so toll, dann kommt König E7 und es geht nicht richtig weiter. Turm D8, Springer D6 oder an dieser Stelle kommt König F8 und nach Dame C1, ne, weil es doch erst hängt ja der Bauer B2, aber Dame A4 mit Angriff auf den E4 und nach Springer B7, Dame E4, Dame E3 war die Stellung etwa ausgeglichen zwischen Prack und Wesley So und die Partie endete dann auch Remis. Ich weiß nicht, was Alexander sich hier ausgeklügelt hatte, aber das war die Partie, die er ansteuerte. Und hier sagt er, hat er irgendwo eine Verbesserung für Weiß gefunden. Allerdings eine, das hat er ja angedeutet, die jetzt nicht so ist, dass die plötzlich gewinnt, aber die wahrscheinlich ein paar Fragen stellt und die vor allem voraussetzt, dass sich Matthias damit vorher beschäftigt hat und präpariert ist auf Alexanders neuen Versuch. Matthias hat hier 12 Minuten reingesteckt und das ist schon ein Zeichen, dass er sich das wahrscheinlich lieber nicht zeigen lassen wollte, was Alexander an Verbesserungen für Prack so ausgeklügelt hatte, sondern dass er lieber hier eigene Wege geht, sodass beide auf sich gestellt sind. Und darum weicht er hier von Läufer schlecht C3 ab, was aber wahrscheinlich der beste Zug ist. Spielt hier Läufer E6. Was auch Sinn ergibt, ja, droht auch einen Bauern wegzunehmen, wie die Maschine schon anzeigt, stellt den Läufer aktiver. Aber Alexander sagte aber nach der Partie, dass das zumindest nicht der beste Zug ist. A3, ja, der hängt und diese Lage auf der diagonalen A5, E1 soll mal geklärt werden. Insofern A3, jetzt auch hier schwarz, E3 und der nächste Zug ist sehr, sehr menschlich. Turm FD8, ne, den Matthias hier spielt, mit der Fesselung auf der D-Linie, Turm auf die offene Linie. Also ein ganz normaler, natürlicher Zug. Schachfreund Maschine beharrt darauf, dass an dieser Stelle Turm AC8 besser ist, gefolgt von Springer E7, Abtausch auf der C-Linie und dann sehr, sehr aktiven Leichtfiguren, die in vielerlei Hinsicht hier Perspektiven haben, sich aufzustellen. Eine sehr flexible Lösung. Sagt, die Maschine ist hier am besten und Schwarz hat auch noch ein wenig Kompensation, auch wenn das Pendel schon so ein bisschen in Richtung Weiß ausschlägt. Der sehr natürliche Zugturm FD8, der ganz normal aussieht, der gefällt der Maschine schlechter. Aber für Weiß ist das gar nicht so leicht. Also ich meine, die Maschine sagt hier irgendwie plus 1,3 oder so. Aber Weiß muss hier erstmal rechnen, denn wenn man sich jetzt entwickelt, dann hat Schwarz durchaus einige Versuche. Läufer E2 und dann kann Schwarz zum Beispiel versuchen, Dame D5, was sehr, sehr logisch aussieht, was den G2 angreift, aber man kann halt nicht rochieren und damit den G2 decken, weil dann hängt ja der Springer auf D2. Aber nach Dame D5 hatte Alexander ausgerechnet, dass der Zug Springer F3 eigentlich alles zusammenhalten soll und wenn jetzt die Dame abzieht, dann mit Angriff auf die weiße Dame, dann kann man mit Dame C1 alles zusammenhalten und Schwarz kommt nicht richtig weiter. Insofern, dieser aktive Versuch Dame D5 führt zu nicht so richtig viel. Kritisch war auch Dame G5, vielleicht noch kritischer. Das lässt Weiß zwar rochieren, aber dann hat man den Zug Läufer H3. Und wenn man dann mit F3, es droht matt auf G2, ne, die Maschine zeigt es an, und wenn man dann mit F3 dieses matt deckt, dann kann man Springer E5 hinterher schieben. Und das sieht aus, als würde das ganz, ganz gefährlich werden, denn es liegt ja auch hier noch der Trick Läufer G2 in der Luft. Und wenn Weiß den nimmt, kommt Turm schlecht D2. Und nach Turm D2 ja, hat Schwarz dann Springer F3. Und ist plötzlich wieder wunderbar im Geschäft. Alexander hatte ausgerechnet, der hatte bis hier gerechnet und hatte gesehen, dass an dieser Stelle Weiß den Zug F4 hat. Mit Angriff auf die Dame und mit zusätzlichem Schutz für das Feld F3, so dass das Opfer Turm schlecht D2 nicht mehr funktioniert.
und Weiß gewinnt. Aber das musste halt alles erstmal berechnet werden, bevor Weiß hier den wünschenswerten Zug machen kann, nämlich sich weiterzuentwickeln. Ja, und Matthias hat zu seinem Leidwesen dasselbe gerechnet und festgestellt, ja, okay, die aktiven Züge, die ich hier habe, Dame D5, Dame G5, die funktionieren alle nicht so richtig und hat darum entschuldigt den Krach im Hintergrund, das ist der Opa im Keller. Und zwischendurch sind es auch die Hunde, die zum Opa im Keller laufen und dann wieder zurücklaufen. Aber ich glaube, jetzt ist die Tür vom Opa zugegangen und der Rest des Videos wird etwas ruhiger vonstatten gehen. Läufer E2 spielt hier Springer E7. Der Zug, den wir eben schon gesehen haben, der die schwarzen Figuren ein bisschen flexibler hinstellen soll. Aber der ist halt nicht so dem schwarzen Ansinnen, oder er passt nicht zum schwarzen Ansinnen, möglichst aktiv zu sein und halt Kompensation für den Minusbauern zu finden. Darum sagt er auch Alexander nach der Partie, ja, wahrscheinlich hat Matthias den nicht so gerne gespielt. Aber es ging halt Dame D5 und Dame G5 nicht, wie wir gesehen haben. Und Weiß kann jetzt in Ruhe rochieren. Schwarz bringt seine letzte Figur ins Spiel, spielt jetzt dieses Turm AC8, was die Maschine eben schon sehen wollte. Aber hier hat Weiß den sehr schönen Zwischenzug B4, mit dem er erstmal die schwarze Dame rausschmeißt, denn die kann ja nicht auf A3 nehmen, der A3-Bauer ist gedeckt. Insofern Dame E5, Tausch, Tausch, damit entledigt sich Weiß dieser Fesselung auf der D-Linie und kann den Springer aktiver stellen und ja, Matthias sucht Aktivität, sucht Spiel, und zieht darum an dieser Stelle Dame B2, was ganz objektiv nicht so toll ist. Aber was soll er machen? Also die Alternative ist, sich halt hier zurückzuziehen, weiß ich nicht, Dame C7 oder sowas. Und zu sagen, okay, dann habe ich wohl einfach nur einen Bauern weniger, aber es ist halt auch nur ein Bauer und ansonsten habe ich keine Schwächen und stehe ja immer noch recht aktiv mit meinen Figuren. Und jetzt muss ich halt versuchen, dieses Endspiel zu halten. Das war die Alternative und die fand Matthias dann wahrscheinlich eher traurig, sich in eine Stellung zu begeben, in der er einfach nur einen Bauern weniger hat und keine Kompensation mehr und die dann versuchen, Remis zu halten und macht insofern den aktiven Zug. Ganz objektiv ist er nicht so gut, denn Springer D4, weiße Springer D4 ist sehr stark. Den hängenden Bauern auf A3, den kann Weiß nämlich einfach hängen lassen, weil den zu nehmen nicht so richtig gut aussieht. Es droht Springer schlecht E6. Das sehen wir, wenn Schwarz jetzt auf A3 nehmen würde, kommt Springer schlecht E6, F schlecht E6 und dann kann nämlich die weiße Dame recht stark eindringen. Es hängt der Springer E7, es hängt auch der Bauer auf E6 und wenn Weiß das deckt mit König F7, kommt Dame F4 Schach und der schwarze König muss zurückgehen, weil der sich auf E8, ja, da wird er schwerlich überleben, denn hier kommt Dame G4 mit Angriff auf diese beiden Bauern, da muss der König wieder einen Zug machen und dann kommt Turm D1 und Weiß hat alle Figuren im Spiel und Schwarz, für Schwarz ist schon keine Rettung mehr in Sicht, denn die wichtigste Helferin, die Schwarz hätte, die steht halt hier im Abseits, weil sie diesen Bauern auf A3 rausgeknipst hat, diesen Vergifteten, wenn man so will. Insofern König E8 geht nicht so gut. König G8 hatte Alexander sich überlegt, mache ich Läufer C4. Und auch wenn dann Turm C6 kommt, kann man ganz gut Turm D1 spielen. Und es ist wieder so, die drei weißen Musketiere fallen über die schwarze Königstellung her, haben hier Linien, um einzudringen. Hier ist eine fürchterliche Schwäche und es ist überhaupt nicht gut um Schwarz bestellt. Weiß steht auf Gewinn. So hatte sich Alexander das ausgerechnet, als er Springer D4 zog und Matthias ist zu demselben Schluss gekommen, dass er hier nicht auf A3 rausnehmen kann und spielt darum Läufer D7. Das ist vielleicht dann eine Ungenauigkeit. Also wahrscheinlich sollte man hier Läufer D5 spielen. Und dann hat man halt den Bauern weniger und da muss man irgendwie sehen, dass man überlebt. Läufer D7 gibt Weiß eine Gelegenheit, noch einen Bauern zu gewinnen. Läufer B5 ist sehr, sehr stark. Und egal, was Schwarz jetzt macht, wie er sich dreht und wendet, das sieht jetzt nicht gut aus. Wenn er diesen Läufer deckt,
Dann knipsen wir hier raus und dann spielen wir Dame A4 mit Doppelangriff. Und es fällt was um. Wenn er versucht, sich mit Läufer C6 aus der Affäre zu ziehen, tauschen wir zweimal ab. Ne, Turm schlecht C6 geht nicht wegen Matt. B schlecht C6, Dame D7. Und hier, hier, hier hängt es. Und auch das geht nicht gut aus. So, dann hat man nicht viel anderes, als auf B5 rauszunehmen. Springer B5, A6. Ja, was sonst? Also der A7 hängt. Und was will man machen? Springer C6 ist kein guter Versuch. Ja, oder ist auch ein trauriger Versuch. Und dann kommt Dame D7. Und das ist das gleiche Dilemma. Es hängt hier und hier. Und es liegt noch der in der Luft. Und dann hängt es auch noch hier. Insofern A6. Ja, Dame D7. Wieder mit Doppelangriff. Ja, es krankt halt daran, dass jetzt die weiße Dame viel stärker bei Schwarz eindringt, als die schwarze Dame bei Weiß eingedrungen ist. Und deswegen hätte Matthias vor einigen Zügen eben nicht Dame B2 spielen sollen, sondern sich mit diesem Endspiel mit Bauer weniger begnügen sollen oder abfinden sollen und versuchen sollen, das zu verteidigen. Denn jetzt fällt noch was um. A schlecht B5, Dame schlecht E7. Und es hängt halt der B7 und danach wird der B5 auch noch hängen, weil B7 hängt ja immer mit Angriff auf den Turm. Und dazu sind auch noch die Grundlinienmatz in der Stellung. Das ist der Grund, warum Matthias hier erstmal G6 spielt. Das ist wahrscheinlich der stärkste Versuch. Dame schlecht B7, aber jetzt hängt der Turm C3. Und geht auf den A3 Bauern los. Ja, und das ist jetzt wieder so eine Position, wo man sich nicht zurücklehnen soll. Also Weiß steht hier sehr, sehr gut, aber diese plus 5, bei der die Engine jetzt schon angekommen ist, die hat er nur, wenn er das hier halt konzentriert weiterspielt und nicht nachlässt. Denn rausnehmen auf B5 wäre ungenau. Ne? Kommt Turm schlecht A3 und die schwarzen Figuren sind gar nicht so schlecht aufgestellt. Natürlich steht Weiß dann immer noch gut mit seinen zwei Mehrbauern, aber der B4 gerät unter Druck und Weiß hat vielleicht auch mal ein Grundlinienproblem. Hier kann Schwarz noch kämpfen. Viel genauer ist das, was Alexander hier macht. Er spielt Dame B8, König G7, Dame E5 Schach, König G8. Und Dame E5 Schach baut halt hier diese Fesselung auf und das gibt zwar auch den A3 Bauern auf, aber es zwingt Schwarz mit der Dame auf A3 zu nehmen und dann steht die Dame auf A3 halt wieder schlecht. Dann arbeiten die beiden schwarzen Schwerfiguren nicht so gut zusammen, speziell nicht gegen das Ziel B4. Ja, aber anstatt jetzt auf B5 rauszuknipsen, dann würde Schwarz wieder Turm schlecht A3 spielen, spielt Alexander wieder den stärksten Zug in der Stellung, nämlich H4. Jetzt verbindet er seine Initiative gegen die schwarze Stellung auch noch mit Königs- und Mattangriff. H4, H5, H6, Matt auf G7 ist die weiße Idee. Schwarz mit seinen zwei Bauern weniger, was soll er machen? Nimmt erstmal einen weg. Dann und jetzt erst nimmt Alexander auf B5 und hat es jetzt durch dieses Dame E5 Manöver geschafft, dass die schwarzen Figuren schlechter koordiniert sind, als sie sein könnten oder als sie wären, hätte Schwarz mit dem Turm auf A3 rausnehmen können. Turm B3 und jetzt geht der Matthias natürlich, stürzt sich auf den B4 Bauern und wenn er den kriegt, hat er super Remischancen, weil 4 gegen 3 an einem Flügel, da ist dann schon von jetzt auf gleich nicht mehr viel los. Aber Weiß hat halt jetzt auch noch einen Mattangriff dazu. König G7, Dame E5. Und König G8 ist schon verboten. Oder König F8. Weil Turm A1 hängt die Dame. Und die kann nicht so richtig wegziehen, weil Turm A8 und Matt. Insofern muss der König auf Wanderschaft gehen. Dame G5, König G7, H5. Tja, und jetzt droht H6 nebst Grundlinienmatt. Insofern darf man auf B4 den Bauern nicht nehmen. Oder, naja, was heißt, darf ich nicht nehmen, Matthias nimmt ihn doch, weil es gibt auch keine Verteidigung. Dame schlecht B4, H6 Schach, König G8, Turm D1, droht matt. Und Matthias hatte hier noch einen kleinen Schocker für Alexander vorbereitet, nämlich Turm D3. Und Alexander dachte auch erst, oh je, den habe ich eingestellt, den habe ich nicht gesehen, funktioniert das etwa? Aber dann fiel ihm auf, nein, es war nur der letzte Trick, es funktioniert nicht so richtig, denn nach Turm schlecht D3
Dame B1, König H2, Dame schlecht, D3, hat sich Schwarz nicht in den Endspielen mit 4 gegen 3 auf einem Flügel gerettet, weil nämlich Dame E7 kommt und das knipst die Partie aus. Es droht matt, Dame E8 Schach und das lässt sich nicht decken. Egal, was Schwarz macht, er wird matt gesetzt auf der Grundreihe. Ja, und Matthias gab sich darum an dieser Partie geschlagen. Und es ist Alexander Donschenko, der die 2680 überschritten hat, der jetzt keine 10 Punkte mehr von Vincent Keimer entfernt ist. Allerdings spielt Vincent gerade, während ich das einspreche, eine starke Partie in Prag und hat gewisse Gewinnchancen gegen Diak. Könnte also sein, dass er sich dann auch wieder auf über 10 Punkte absetzt. Aber das ist natürlich immer noch Rückspiegeldistanz und Alexander Donschenko ist noch ein gutes Turnier von ihm entfernt und Matthias Blühbaum, der trotz alledem sehr, sehr stark in Form ist, noch anderthalb gute Turniere. Und das ist der Zwischenstand in Dortmund. Alexander Donschenko führt mit 5,5 aus 6 alleine und hat am heutigen Freitag eine schwierige Aufgabe mit Schwarz gegen den jungen Inder Mendonca. Das wird nicht ganz so leicht. Wollen wir mal gucken, wie das ausgeht. Jedenfalls die Frage, wer die deutsche Nummer 2 ist, ist für den Moment beantwortet. Aber das kann so schnell gehen, das sagte Alexander auch selbst. Das ist ein Turnier und dann ist vielleicht Matthias wieder vorne. Was toll zu sehen ist, ist, dass die beiden sich beide in der Nähe ihres absoluten Höchstelos bewegen und in Topform sind und auch offenbar bessere Spieler sind denn je. Alexander ist stabiler denn je und Matthias ist kompletter denn je, wäre so meine Einschätzung aus gebührender Distanz von gut 500 Elo. Und ich find's auch fürs deutsche Schach super, dass die beiden Vincent Dampf machen, anstatt dass da einer alleine über den Dingen schwebt. Das ist ja nicht so spannend, ne? Auch wenn das wahrscheinlich irgendwann passieren wird, aber wenn das im Moment erstmal nicht so ist, dann finde ich das ganz, ganz toll. Und jetzt schauen wir mal, ob vielleicht einer von den beiden, die wir heute gesehen haben, vielleicht auch die 2700 mal knackt. Ich glaube, dass die beide im Tank haben. Gucken wir mal. Das soll's für heute gewesen sein. Wir gucken morgen wieder nach Dortmund und nach Prag, wo Vincent gestern Remis gespielt hat, heute letzte Runde. Könnte sein, dass ich morgen die Vincent-Partie aus Prag zeige. Die sieht sehr, sehr schön aus. Die gefällt mir bisher nach allem, was ich gesehen habe. Aber jetzt muss ich ja erstmal ein Video aufnehmen. Mal gucken, was ich sehe, wenn ich da gleich wieder live zugucke. Das soll es gewesen sein. Für den Moment erstmal vielen Dank und bis sehr bald auf diesem Kanal. Mehr Alex Donschenko gibt es in der Donschenko-Playlist am Ende des Videos. Bis bald, macht's gut. Ade.